Meine Gäste heute, die feiern ein kleines Jubiläum. Seit genau 10 Jahren, da machen sie gemeinsam Musik. Und fast genauso lange sind sie aus der Musikszene in und um Koblenz herum auch gar nicht mehr wegzudenken. Bluesside, so heißt die Band. Und Blues, das ist ihr Geschäft, eines, das sie absolut beherrschen. Eine Stimme wie geschaffen für den Blues. Die Stimme gehört Dirk Dommermuth, Gitarrist und Sänger der Koblenzer Band Bluesside. Eine Stimme, wie sie nur wenige zu bieten haben. Kraftvoll, ehrlich und voller Gefühl. Begleitet wird der Frontmann von brillanten Musikern. Ihr Repertoire? Blues-Klassiker. Vor allem aber eigene Stücke. Und das seit 10 Jahren. Bluesside in Koblenz, eine feste Größe. Kriegt man schon so eine schöne Stimmung. Dirk Dommermuth, Mitty Wendels. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Die halbe Truppe ist sozusagen heute hier bei uns vertreten. Und natürlich diese Stimme, die ist unfassbar. Und vor 11 Jahren hatten Sie noch keine Ahnung, dass Sie so eine Stimme haben, oder? Ja, das ist richtig. Da wusste ich noch gar nicht, wie man singt. Und aus der Not geboren habe ich dann in der Band angefangen zu singen. Was heißt aus der Not geboren? Ja, war keiner da, der es wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn es keinen gibt, dann mache ich das jetzt eben. Und hat dann sehr gut gepasst, wie man nachher dann auf einmal gehört hat. Ohne Gesangsunterricht vorher gehabt, einfach mal laufen lassen? Einfach mal rausbrüllen, was so geht am Anfang und dann ein bisschen mehr Technik reinbekommen. Und es war sehr überraschend, das Ergebnis, was da rauskam. Also sogar mein Vater hat mich auf den ersten Aufnahmen nicht erkannt, dass ich das bin. Als Sie die Stimme gehört haben zum ersten Mal, wie ist das Ihnen gegangen? Ich war sehr überrascht, beeindruckt. Und das war der Grund, warum ich in die Band irgendwann eingestiegen bin. Vor 5 Jahren war das, ne? Vor 5 Jahren, genau. Da hat die Band schon einen richtig guten Ruf gehabt, in und um Koblenz herum. Und jetzt kommt der Geburtstag dazu, der 10. Wie wird gefeiert? Wir feiern im Café Hahn am 6.11. Und feiern das auch im ganz großen Rahmen. Wir haben viele Gäste dabei. Also wir haben Bläsersatz, wir haben Pianisten dabei und wir treten dann als Big Band auf, obwohl wir eigentlich mal als Trio angefangen haben. Dieses Jahr haben wir noch einen Gitarristen dabei bekommen, den Gerd Stein aus Landstein. Mhm. Und da haben wir die Chance, mal richtig großes Kino zu machen auf der Bühne. Könnte das nach der Erfahrung mit der Stimme die nächste große Überraschung sein? Wie hört sich das eigentlich als Big Band an? Oder haben Sie schon einen Eindruck bekommen davon? Ja, also auf unseren 2 Platten, wo wir eigene Songs gemacht haben und auf der 1 Platte, wo wir Bluesklassiker nachspielen, haben wir auch schon mit Bläsersätzen gearbeitet. Mhm. Und auch mit sehr vielen Gästen auf unserer neuesten Platte. Zum Beispiel auch Lulu Reinhardt mit drauf. Ja, der auch schon hier bei uns mehrfach im Studio war. Ja, mittlerweile ja sogar international unterwegs ist und ein bekannter Gitarrist ist. Und wir haben viele Gäste und Freunde von uns, musikalische Freunde, dann mit auf der Platte gehabt. Sie machen ja auch noch ganz andere Sachen. Warum dann auch zwischendurch Blues? Was macht denn das mit Ihnen? Diese, wie ich finde, auch sehr schwere und auch sehr stimmungsvolle, manchmal sehr traurige, wehmütige Musik. Eigentlich bin ich, also ich bin kein Blues-Fan. aber der Dirk Dommermuth ist für mich einer der authentischsten Bluesänger in Deutschland. Und es ist eine klasse Band. Und es macht unheimlich Spaß. Ja, und Sie schreiben ja von den ersten beiden CDs auch alles selber, was dort produziert und gemacht ist. Ja. Müssen Sie sich dann so eine bestimmte Stimmung bringen? Also ich sag mal, von Tom Waits weiß man, der war nicht ganz so oft nüchtern, wenn er seine Lieder geschrieben hat. Zumindest hört es sich auch manchmal so an. Ja, müssen Sie auch eine bestimmte Stimmung haben dafür? Also eine grundsätzliche Stimmung gibt es da nicht. Will aber jetzt nicht behaupten, dass der Alkohol immer außen vor geblieben ist. Bei dem einen oder anderen Lied, das da entstanden ist. Dann auch schon mal, ja. Aber es ist ganz unterschiedlich, wie man jetzt auf einen Text kommt oder auf eine Melodie. Was ist für Sie die Faszination an diesem Blues? Blues ist für mich eine ganz ehrliche und gerade Musik und die unheimlich viel Spielraum auch lässt für zum Beispiel auch Gastmusiker. Also jeder weiß, worum es beim Blues geht, kann direkt einsteigen, mitmachen, dann passiert auch viel.
Spontan das, zum Teil. Sehr spontan. Das ist für mich eine unheimlich hohe Kreativität, die da stattfindet. Und dann eben den Blues anzureichern mit anderen Elementen, dass er immer wieder interessant ist, dass es nicht immer eine Wiederholung von alten Klischees ist. Das Erstaunliche in Ihrer Band wiederum, Blueside, ist, finde ich, ja. Sie selbst, die Stimme, der Kopf, der Macher dieser Band, ist der Einzige, der nicht ausschließlich von der Musik lebt. Also nicht der einzige Vollmusikprofi ist. Ja. Sie machen noch was ganz anderes. Sie sind Netzwerkadministrator. Wie passt das zusammen? Ja, wie passt das zusammen? Also Blues oder die Musik an sich ist einfach mein Hobby. So muss man es sehen. Und leider kann ich davon nicht leben. Wenn es so wäre, könnte ich auch auf den Beruf verzichten. Aber man braucht halt irgendwas, um die Miete zu bezahlen. Und das andere für den Spaß. Und Sie würden aber gerne mal raus aus dieser Nummer und gerne alleine nur die Musik machen. Das wäre schon ein Traum. Ja, das wäre schon ein großer Traum von mir, das so zu verwirklichen. Sie sind Musikpädagoge tatsächlich noch mit einem zweiten Standbein. Ich mache auch woanders Musiktherapeut. Ich bin Musiktherapeut und arbeite an einer Förderschule in Neuwied. Und das ist toll. Ein Leben für und mit der Musik. In der Tat. Dann sagen wir jetzt noch mal ganz kurz, das große Konzert zum 10-jährigen Café Hahn am 6.11. 6.11. in Koblenz-Gülz. In Koblenz-Gülz, richtig. So ist es. Herzlichen Dank für den Besuch und ganz viel Erfolg und schön, dass ihr da wart. Zum 25-jährigen spätestens das nächste Mal. Wieder.